Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Beim letzten Mal haben wir zwei Ranger getroffen, die uns aus einer sehr prekären Lage gerettet hatten, also wirklich in letzter Sekunde. Und sind mit den beiden, oder zumindest mit einem dieser beiden Jungs, mit einem gekaperten Panzerwagen der Faschisten durch die feindlichen Reihen getankt, kann man ja wirklich sagen. Und ja, diese uns feindlich gesinnten Leute haben halt wirklich mit einem solchen Angriff überhaupt nicht gerechnet. Auch wenn natürlich die Gegenwehr stark war, so haben wir uns dann trotzdem behaupten können. Nur, ja, ich sag mal so, die Reise verlief nicht ganz so nach Plan. Nachdem wir die einst angesprochene Dresina erreicht hatten, ich würde mal sagen, wurde es auf große Teile der Strecke hinweg nicht besser, ne? Also, erst war das eigentliche Gleis gesperrt, beziehungsweise gesprengt wahrscheinlich sogar, was wir eigentlich hätten fahren müssen. Und auf Umwegen sind wir so tief nach unten gelangt, dass wir durch das sagenumwobene Depot gekommen sind, was verseucht gewesen war von oben bis unten mit Norsalis. Ja, und im Endeffekt, der eine Kollege hat's nicht geschafft. Und auch wir hatten verdammt viel Glück, dass wir da nochmal rausgekommen sind. Nach dem Unfall der Dresine, ja, sind wir jetzt quasi an einem der, ich möchte mal sagen, mit dunkelsten Abschnitte überhaupt in Metro gelandet. Alter. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier überhaupt durch den Wagen muss oder nicht, aber ein paar wichtige Kugeln, die lasse ich mir dann doch nicht durch die Lappen gehen. Der kam, der war gut, muss ich sagen, der war gut. Bitte bleiben Sie draußen. Ja, hier nehmen wir uns jetzt gleich mal die Akte. Was haben wir denn? Ein schrecklicher Tod. Meine Kameraden sterben einer nach dem anderen und ich kann nichts tun, um sie zu retten. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie sich selbst opfern, damit ich weiterkomme. Aber bin ich das wert? Ich wäre selbst bereit zu sterben, wenn Hunters Mission damit erledigt wäre. Aber habe ich das Recht, andere diesen Preis zahlen zu lassen? Wer hat mir dieses Recht gegeben, wenn ich es habe? Hunter? Oder Gott? Oder habe ich es einfach an mich gerissen? Ich weiß einfach nicht weiter. Ja, ich sag mal so, in einer solchen Lage wären schon andere Leute mit viel weniger komplett durchgedreht. Also Artyom, da macht ihr erstmal, ich wollte sagen, weniger Gedanken drüber, aber holy shit, man, wenn man sich das hier mal ansieht, ey. Dann möchte man sich das gar nicht ansehen. Die Frage ist jetzt nur, komme ich hier überhaupt weiter? Es sieht nicht danach aus. Nein, also hier ist definitiv dicht. Gut. Es muss ja hier irgendwo einen Ausgang geben. Und hier ist nochmal so eine Stolperdrahtbombe. Irgendwo weitergehen? Habe ich irgendeine Tür übersehen? Eine Leiter vielleicht, die hier rausführt aus diesem Schacht? Oder ich muss einfach in das Rohr springen? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das macht es auch nicht gerade besser. Shit. Na gut. Hier unten gehen wir wieder auf Nahkampf, ne?
Gut, wenn hier Licht brennt, dann ist hier auch schon mal wer durchgekommen. So viel steht fest. Die Lampe liegt da nicht ohne Grund. Alter. Ist das übel, Mann. Die armen Schweine haben es auch nicht geschafft. Naja, ich setze die Maske ja schon auf, das ist alles gut. Ah, der hat einen Schlüssel bei sich. Meine Fresse. Okay, gut, dann haben wir den Weg schon mal abgearbeitet. Also geht's ja nur noch hier lang. Oh. Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Puh. Ja, wir, also, ne, wir entfernen uns immer weiter von dem eigentlichen Ort, wo wir hinwollen. Aber ich meine, ohne Stadtplan oder überhaupt Karte von diesen Orten, Alter, da findest du ja gar nicht mehr zurecht. Glocken läuten. Und wir haben wen husten hören. Puh, 4 Einträge. Okay. Bah, Alter. Boah. Das hat mir gerade einen Schauer über den Rücken gejagt, Alter. Endlich mal wieder aufrecht gehen. Alarmsysteme sollten wir mal lieber nicht berühren. Wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken. Das ist nur die Frage, Freund oder Feind? Ich kann es nicht sagen. Sehen wir jetzt aber auch nicht so aus, als wären das direkt irgendwelche Faschisten. Komm, wir versuchen es mal. Aber wie? Komm her, schnell. Ja, okay, alles klar, ich bin da. Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Wie viele sind es? Hast du sie gesehen? 10? 20? Nein, sag lieber nichts. Ich kann auch nicht reden. Zumindest nicht im Gameplay. Aber ich würde ganz gerne wieder durch das Rohr zurück, wenn ich könnte. Du bist nicht der Hauptmann, okay. Aber er hier. Auch nicht? Doch, safe. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Alles klar. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht denken, dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Yeah. Ich hätte gedacht, jetzt kommen die Assassins. Kommt aber ganz schön viel Wind. Oh shit, Alter. What the hell? Das war doch safe eine Anomalie. Aufstehen!
alle in Ordnung? Wir haben Verluste! So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Witzig. Verdammt, 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 verdammt! Die Glocken haben auch aufgehört zu läuten. Der hat auf jeden Fall, ne? Ich will nicht sagen abgeschlossen, aber der ist gut drauf, der Junge. Das waren zwei von wie viel? Weiter. Alleine ist man hier aufgeschmissen, das kann ich euch sagen. Das ist schlecht, Junge. Ist er einfach da hinten gerade gespawnt? Aus dem Nichts? Was war er denn? Den hatten wir aber schon mal im Depot gesehen, ne? Oh, der ist aber gut weggeragdollt. Wie viele von diesen verdammten Viechern gibt es denn? Nee, Zeit für ein Medikit. Oh shit. Da kommt die nächste Anomalie. Er lebt auf jeden Fall noch. Der Typ hat es nicht geschafft. Es sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus, als wären wir hier, ja, siegreich davon gegangen. Ich meine, klar, wir leben zwar noch, aber wie steht's um die anderen? Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden, aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Ja, ich nehme sie. Gut, dann müssen wir den Hauptmann hier, so leid es uns tut, zum Sterben zurücklassen. Aber wahrscheinlich wird er sowieso nicht mehr lange machen. Ja, das klingt nicht geil. Also, ja toll, hätte ich das gewusst, wäre ich jetzt zum Flammenwerfer gekommen, aber an die Akte möchte ich auch ganz gerne ran.
Ja, wahrscheinlich hören wir deswegen auch keine Glocken mehr. Shit. Hier fühle ich mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station genau wie wir. An ihren einfachen Heimatstädten, ihrem bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. Ja. Das ist wohl wahr. Ich muss da lang. Kann ich hier noch irgendwas machen? Okay, ein Messer hätte man sich hier noch wahrscheinlich mitnehmen können. Nichts für mich. Fahren können wir auch nicht. Oh Mann. Wirklich von einer Misere in die nächste. Trifft man mal auf 2-3 Peoples, ey. Ja, aber es wird ja noch gekämpft. Und ich komme hier nicht hoch. Ja, jetzt. Ich hatte mich beim letzten Mal schon gefragt, wie viele da sein können, aber naja. 3-4 Leute. Ein schöner Wurf ins Köpfchen. Das sieht ein bisschen aus wie die Riga, so vom Aufbau, ne? Wahrscheinlich auch die Ruhe vor dem Sturm. Schrotflintenmuni, sehr gut. Oh shit. Bevor ich das Ding nachlade. Also wir haben 2 von 3 erwischt. Gut, die Flinte ist neu munitioniert. Habe ich ihn dadurch jetzt eben gerade noch erwischt? Ich weiß es nicht. Es kann sein. Und wo kommt ihr denn alle her, sag mal? Aus den Löchern kommt ihr gekrochen, ne? Das sieht euch ähnlich. Die Ratten. Aber dafür halten sie nicht viel aus. Die Frage ist halt nur, gibt es davon unendlich viele hier oder? Hört der. Oh shit, keine Muni mehr. Oder hört das auch irgendwann mal auf? Ich hoffe doch mal. Ah!
Ja, jetzt habt ihr... Kein Medikit mehr. Ja, das ist übel, Mann. Das ist übel. Also wenn wir es jetzt mit dem Zustand noch schaffen, uns hier rauszuschießen, ne? Gut. Es hätte mich auch überrascht. Ja, ich würde mal sagen, von denen, ja, sollten wir uns vielleicht versuchen fernzuhalten. Klingt nach einem Plan, oder? Alter, die sind ja überall! Keine Ahnung, ob das hier richtig ist, was ich hier tue. Oh. Ich weiß es nicht. Ich bin echt überfragt gerade. Ein Medikit, ey. Dammit. Das war so ein Schreier, ne? Gehst du jetzt mal drauf? Danke. Alter, ist das lästig. Die meisten haben ja noch nicht mal was. Boah, ist das übel, ey. Es muss doch hier irgendwo eine Möglichkeit geben, abzuhauen. Ja genau, back dich mal in den Boden. Ey. Ey. Nein! Komme ich hier weiter? Oh. Ja, ja. Run. Run, Artyong. Lauf, Junge. Bleib nicht stehen. Oh, shit. Na gut, das ging schnell. Da habe ich mich gerade auf eine Behausung gestellt. Das wollte ich nicht. Wenn das Loch schon vermietet war, dann tut's mir leid. Ah, ein Medikit, sehr gut. Okay. Kurzer Muni-Check. Ja, keine Munition mehr für das Teil. Okay, nee, hier bin ich auch gerade hergekommen. Ich muss hier weiter. Komm schon! Aber knacken tut's ganz gut. Wo war denn jetzt? Da. Na klar, wenn ich da runtergezogen werde, dann bringt mir aus Medikit nichts. Das ist schon wohl. Ah, schon wieder falsch gelaufen.
ich auch nicht weiter. Alter. Also manchmal überleben die Teile einen Schuss und manchmal zwei, obwohl ich genau drauf bin. So, jetzt nicht in die hinterste Ecke links stellen, da auch nicht hin. Ja, da war das Loch, genau. Aber hier ist so eine Art Shot. Da komme ich nicht. Da komme ich nicht durch. Da ist. Oh. Alter, die Teile sind auch dermaßen flink, ne? Nochmal ein paar Schrotkugeln mitgenommen. Ja, genau. Ah, nein. Ey. Okay, das hat funktioniert. Bin ich hier richtig? Das sieht irgendwie danach aus. Alter, bin ich komplett broken, Mann. Kein Medikit mehr. Holy shit. Ich gehe da jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht nochmal raus. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Wie soll das funktionieren? Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ja, das ist wohl wahr. Also mit dem Blutverlust, den ich hier gerade erleide. Ah. Okay, aber die Nachricht heben wir uns fürs nächste Mal auf. Also ob wir das in dem Zustand noch schaffen? Leute, ich weiß nicht. Gut, wenn die Gegner von hinten angreifen, dann kann Sascha wenigstens ein bisschen was abhalten als Lebendfutter, aber das steigert unsere Chancen jetzt auch nicht unbedingt ins Unermessliche. Aber ich höre eine motorisierte Dresine. Oder ist das ein Generator? Auf jeden Fall höre ich irgendwas. Naja, wir gehen der Sache beim nächsten Part auf den Grund. In der Hinsicht würde ich sagen, gutes Durchhaltevermögen sei auch euch gewünscht, mir genauso. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Metro 2033.